So, good morning everyone. Now today I'm on a ride on a very short notice. A good friend of mine, he sent me a message in the morning and saying, are you ready for a ride? Let's leave in 30 minutes. I didn't manage the 30 minutes, it was 45 minutes, but now our plan is that we meet up about 20-30 minutes from here on the highway. And he is getting along two more friends. And and then we plan to drive to a place called Wheel Dam. Yeah, but as usual, the destination is not really the object of the riding, it's the ride itself. So I'm looking forward and I will share a couple of impressions. If I see anything interesting on the way, I will stop and do another clip so that it's maybe also interesting for non-bike riders. Okay, guys, vielleicht mache ich es einfach zweisprachig. Ja? Also, guten Morgen, Freunde. Heute ein Ausflug, der ganz kurz angesagt war. Heute Morgen hat mich ein Freund angeschrieben mit einer Message und meinte, ob ich bereit wäre für einen Ausritt in 30 Minuten. So, das war so um 6:30 oder so. Natürlich sofort zugesagt. Jetzt treffen wir uns am Highway. Das ist ungefähr so 20-30 Minuten von meiner Home Location, also wo ich wohne. Und dann fahren wir gemeinsam mit den anderen beiden Typen zum Wheel Dam. Ja, das ist so ein Staudamm irgendwo. Also auf der Karte schaut es aus, wenn es 1,5 Stunden Fahrt sind etwa dorthin. Und wie immer, es geht ja eigentlich beim Motorradfahren nicht so um das Ziel, wo du ankommst und was du da jetzt direkt anschaust, sondern eigentlich um die Fahrt selber. Ne? Aber ich werde trotzdem versuchen, dass, wenn unterwegs es vielleicht irgendwas Interessantes zu sehen gibt, dass ich mal kurz anhalte und ein paar Clips mache, dass es auch für Nicht-Motorradfahrer nicht uninteressant wird. Okay, dann, bis nachher. So, okay, now met up with my friends, but I was of course I was late by whatever 5-10 minutes, and now we are going to start. Okay, gut, so jetzt sind wir hier angekommen, oder ich bin angekommen mit etwas Verspätung, hab die Jungs ein bisschen warten lassen, aber jetzt geht's sofort los, alles klar. Seems on. So now we just left the highway and now we are going to ride through the countryside a little bit until we reach the dam. So jetzt sind wir gerade vom Highway runter und werden hier nach einer kurzen Sammelpause hier weiterfahren durch die Pampa einfach, bis wir an dem Staudamm sind. Ja. Okay. So, now we arrived at the dam. Dam seems on the right side and we are on the left side. Okay, jetzt sind wir hier am Damm angekommen und da sind noch ein paar andere Rider, eine Street Triple, eine Harley und einen anderen Typen, den habe ich nicht gesehen.
Is this only for taking pictures or we are eating here something somewhere? I don't know. I think there is no restaurant or dhaba over here. We'll probably go down to Chatara. Okay. Okay, also hier nur quasi zum Anschauen und dann gehen wir nachher noch irgendwo in das Restaurant zum Goldenen Hirsch am Highway. So, now we have finished our little meal, breakfast snack, and now we are heading back to Pune, and there we will go to a barbecue miso place. Yeah? So jetzt haben wir unseren Frühstücks-Snack eingenommen und jetzt fahren wir zurück nach Pune und in Pune gehen ein paar von uns nach Hause und die anderen, was heißt die anderen, ich glaube das sind nur der Ami und ich, wir gehen dann in so ein kleines Spezialrestaurant, wo es ein Barbecue-Miso gibt. Ja, das ist lokale Speise, also wie bei uns, was weiß ich, Kässpätzle oder so. Ja, aber das gucken wir uns nachher an. Okay, let's go! Okay guys, you are moving on? No, we are still heading with you all. Oh, okay. Those guys are leaving, right? He said that they are driving with us for some distance. Sorry? They said that we are riding together for some more distance. Okay. That's what I understood. All right. Okay, also die Jungs haben nur kurz angehalten, um sich zu sammeln. Jetzt fahren wir noch ein Stück gemeinsam, bis wir die Stadt erreichen. Dann fahren die nach Hause und wir gehen ins Ristorante. Okay. Have a safe ride. Die Schlaglöcher sind eine richtige Pest. Such a jam, it doesn't even help if you're on the bike, yeah? Das ist so ein Stau hier, da bringt es nicht mal was, wenn du auf dem Motorrad bist. Mal gespannt, was da los ist. Unfall oder Baustelle. Man wird es wahrscheinlich gleich sehen. Okay, also das Rätselslösung ist ein Unfall. Naja, aber nicht weiter schlimm. Und da vorne ist gleich der nächste Kamerad. Der ist vor lauter Google dem anderen in der hinteren eingefahren. Jawohl, super Jungs.
Okay, so the reason for the traffic jam was an accident. But thank God, nothing bad. Miesel eingekommen, ja. So, we arrived at Barbecue Miesel. Let's see. Okay, now we're sitting here, and they have got the first part of the barbecue. But I believe there is some stuff yet to come. So let's see. Ah, and by the way, I'm here with Ami, my friend. Okay, good morning. Can you please explain us what is in there? Okay, thank you very much. And below we have the barbecue under the table. So one has to be careful with the knees, not that the leg also gets barbecued. So, and as usual, the tour is ending with my best friend. Hi, how are you doing? All fine? Yeah, so, wie am Ende jeder Tour treffe ich meinen besten Kumpel hier an der Tanke. Okay, guys, next time, let's see where we go, what we do. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Vielleicht mal irgendwas Interessanteres, als nur auf dem Bike zu sitzen. Ist zum Zuschauen sicherlich sehr langweilig. Ich überlege mal irgendwas. Ciao. Ciao, ciao, ciao.